Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2 für die PlayStation 4 Part 8. Und in der letzten Folge haben wir ein paar Graffitis an den Wänden gesprüht. Und ja, wofür eigentlich das Ganze? Natürlich, um mehr Werbung für DeadSec zu machen, mehr Follower zu bekommen. Und ich muss sagen, das war doch eigentlich eine sehr amüsante Folge. Und ja, wir könnten theoretisch auch damit weitermachen. Es scheint auch so zu sein, dass es so eine Nebenmission ist, dass man wirklich sich das so, ja, selber einteilen kann. Wenn man Bock danach hat, dann kann man das natürlich machen. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal an. Wir haben ja wieder neue Forschungspunkte gesammelt und das bedeutet, ich würde sagen, dass wir uns das erstmal hier anschauen werden. Im Bereich Social Engineering würde ich jetzt gerne mal was freischalten. Genau, was könnten wir nehmen? Gib eine falsche Fahndung für deine Zielperson heraus und übertrage ihre Position. Dann kommt die Polizei und verhaftet die Zielperson. Oder markiere automatisch die Profile von Leuten mit dicken Bankkonten. Ich würde sagen, das mit der Fahndung hört sich eigentlich ziemlich geil an. Das wollte ich eigentlich schon in der letzten Folge nehmen. Aber irgendwie dann doch nicht. Ich würde sagen, wir nehmen das. Zack. So, jetzt haben wir noch 4 Forschungspunkte verfügbar. Im Prinzip könnten wir hier noch irgendwie, ja, das hier nehmen. Gangangriff. Oder verbesserte Profiler. Aber ich guck mal nochmal so ein bisschen rum. Genau, hier, hacke die elektronischen Schlösser von Autos, anstatt sie zu knacken. Ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall, weil wir werden wahrscheinlich sehr, sehr oft noch dazu kommen, in Autos einzusteigen. Und das ist natürlich etwas doof, wenn dann die Alarmanlage jedes Mal angeht. Deshalb würde ich sagen, zack. Dann haben wir dies auch freigeschaltet. Gut, dann würde ich sagen, ich werde die Webcam ausmachen, damit wir uns 100%ig auf das Spiel hier konzentrieren können. Und wir öffnen mal die DeadSec-App. Was können wir denn heute so Schönes machen? Also, es gibt Online-Operationen. Man könnte online spielen. Wir könnten aber auch andere Nebenmissionen machen. Die scheinen irgendwie schon absolviert zu sein. Hier, die Nebenoperation wie gemalt. Die scheint anscheinend noch nicht ganz vorüber zu sein. Ah, hier, schau mal. 1 von 5. Ja, komm, machen wir das mal eben noch. Ich würde sagen, das machen wir noch. Weil ich dachte, das wäre doch jetzt nur so nebenbei. Aber das scheint wirklich zu den richtigen Nebenmissionen zu gehören. Dann würde ich doch glatt sagen, wir machen das doch direkt. Wie gemalt Part 2, würde ich sagen. Ja, ich bemühe mich, dass ich das diesmal sehr, sehr schnell hinbekomme. Damit wir auch eine andere Mission uns anschauen können. Also ich versuche das immer so im Wechsel zu machen. Wir machen auf jeden Fall natürlich die Hauptstory. Aber ich möchte auch nebenbei so ein bisschen die Nebengeschichte machen. Damit wir so ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Wenn ihr wisst, was ich meine. Gut, dann würde ich sagen, wir machen uns hier einen Wegpunkt. So. Dann laufen wir mal. Wir können ab und zu auch mal schauen, dass wir hier so ein paar Leutchen hier beklauen. Haben wir lange nämlich nicht mehr gemacht. Okay, aufpassen. Oh, oh. Boah, ich dachte, das wäre mein Tod. Gott sei Dank war es hoch genug. Tief genug. Hoch genug, um noch zu überleben, aber tief genug, um auf jeden Fall keinen Schaden davon zu tragen. Okay, schauen wir mal, wie wir hier hochkommen. Ich kann mir wieder vorstellen, dass wir hier zu Hilfe irgendwas einsetzen müssen. Schauen wir mal, was haben wir hier für Technik? Können wir hier hoch? Geht das? Okay, das funktioniert leider nicht. Was könnte man hier noch machen? Hier geht es leider nicht rein. Also ich vermisse das so ein bisschen, dass man in die Wohnungen rein kann. Anscheinend funktioniert das nicht immer. Oder gar nicht. Ich glaube, das passiert nur wirklich an Stellen, wo man mit Hauptmissionen zu tun hat. Boah, wie könnte man denn jetzt hier rein? Ich würde sagen, wir checken die Lage mal mit dem Quadrocopter. Ich glaube, das ist viel einfacher. So. Schauen wir mal.
Ah, okay. Hier sehe ich schon. Also, es macht schon mal Sinn, mit dem Quadrocopter zu arbeiten. Dann würde ich sagen, gehen wir auch dahin. Nee. Also, es lohnt sich definitiv, den Quadrocopter einzusetzen, weil somit können wir uns auf jeden Fall so ein bisschen einen Überblick verschaffen. Und ihr seht, wie eine große Hilfe das wirklich sein kann. Aber hier hätte ich auch eigentlich genauer hinsehen können. Aber egal. Lieber später als gar nicht. So, schauen wir mal, wie wir das Ding jetzt hier öffnen. Das Ganze geht jetzt hier seitlich. Okay, das ist einfach. Dann würde ich sagen, holen wir unseren Jumper raus. Oh, oder auch doch nicht einfach. Okay, wir brauchen den Sicherheitsterminal. Hoch können wir definitiv leider nicht. Okay, habe ich mir zu einfach vorgestellt. Okay, schauen wir uns mal hier um. Können wir irgendwie vielleicht hier nach oben klettern? Komm, das muss doch irgendwie gehen. Okay, hier vielleicht eher ein weniger. Wir müssen auf jeden Fall da hoch. Ah, schau mal. Ich glaube, ich habe was gefunden. Nochmal den Jumper hier raus. Ich habe hier was gesehen. Und zwar, wenn man hier rumfährt. Vielleicht kommen wir ja... Ah, wir kommen hier hoch, definitiv. Anders geht's sonst nicht. Perfekt. Boah, fast runtergefallen. So, jetzt müssen wir gucken, wo natürlich die Verbindung ist. Und können uns dadurch die Tür hier freigeben. Perfekto mento. Dann würde ich sagen, entsperren. Hallo? Ah, geht doch. Gut, dann können wir die Tür durch. Jawohl. Ich weiß jetzt nicht, ob wir rüberspringen müssen. Ich würde schon sagen, ja. Boah, boah, das ist geil. Das war richtig geil. Also das geht definitiv. Wir haben es gerade gesehen. Ich war erstmal skeptisch, ob das überhaupt funktioniert. Aber es funktioniert. Okay, Graffiti anbringen. Also, liebe Freunde, doch noch ein bisschen Malestunde hier in dieser Folge. Ja, aber dann haben wir das hinter uns. So. Das war Nummer 2 von 5. Gut, dann würde ich sagen, suchen wir die nächste Station. Und die ist direkt hier. Ha, eine Schnellreise direkt zum nächsten Shop. Machen wir definitiv. Dann geht das auch viel, viel, viel schneller, weil bis wir da erstmal runtergelaufen sind... Boah, da dauert das wieder. Den Sensenmann finde ich lustig. Okay. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Online-Nebenmissionen funktionieren werden. Ob sozusagen die Online-Spieler dir so einen Strich durch die Rechnung machen können. So ein bisschen gemein sind und so. Und dir das Leben sehr, sehr schwer machen. Läuft gut hier. Ich weiß nicht, wie hoch geht das hier überhaupt? Schauen wir mal. Testen wir das mal. Okay. Okay. Kann man? Geht das? Im Prinzip würde ich sagen, ja. Boah, das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Man könnte auch hier durch, ne? Ja, ist, glaube ich, sicherer. Okay, verlassen wir das hier. Boah, hoffentlich geht das hier. Jawohl! Boah, das war geil. Das war richtig gut. Gut, dann wollen wir das auch mal hacken hier. So leicht geht's doch nicht. Wie könnte man da durch? Vielleicht durch die Balkone? Nö. Wäre viel zu einfach gewesen. Passt hier vielleicht ein Jumper oder so rein? Ja,
muss auch irgendwo ein Jumper reinpassen. Oder wir müssen irgendwie da hoch. Was ist das denn? Das ist ja lustig. Schaut euch das mal an. Ja, da setzen wir das einfach mal runter. Zack. Okay, dann haben wir das. Ja, was das hier angeht. Also, ich tue mir wirklich sehr schwer. Ich würde es gerne natürlich machen. Ich weiß nicht. Versuchen wir es nochmal mit dem Jumper. Vielleicht können wir doch springen. Aber ich glaube, das wird so hoch, wird wahrscheinlich leider nicht gehen. Ne. Allein da kommen wir gar nicht mal hoch. Okay. Gehen wir nochmal raus hier. Machen wir das erstmal mit den Malen hier. Okay, ich weiß nicht, ob das quasi eine Brücke wird. Gut. Wir müssen mal schauen. Also es kann gut sein, dass das hier so mehrfach gekoppelt ist. Genau, jetzt geht's hier hoch. Dann müssen wir wahrscheinlich von dort irgendwie rüber. Ich weiß noch nicht. Ich bin auch noch ein bisschen skeptisch. Aber vielleicht geht das ja. Das wird nicht klappen. Schade. Können wir irgendwie hier rein? Nö. Hätte mich auch gewundert, wenn das geklappt hätte. Okay, also man sieht, es wird immer schwerer. Doch nicht so einfach. Ah, guck mal. Hier kann man hier rüber. Schau mal an. Wohin führt das Ganze? Hier runter. Okay, um das zu machen, müssen wir darüber. Macht Sinn. Boah, wird das Mord? Wird das Mord? Boah, das war aber... Okay, hier müssen wir springen. So viel steht fest. Und hepp! Gut, entsperren. Gut, haben wir das. Jetzt könnten wir vielleicht... Ich weiß ja nicht, was das jetzt bewirkt. Wow. Sehr stylisch. Ja, schauen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, was hier ansteht. Hier könnte man irgendwas mitnehmen. Okay. Das ist nur dafür anscheinend gedacht, wenn ich jetzt von der anderen Seite gekommen wäre, dann hätte ich mir so einen Weg durchmachen können, also durchbahnen können. Okay, jetzt ist die Frage, wie komme ich denn da hoch? Ich kann mir schon vorstellen, wie ich mit dem da hier vorgehe. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Können wir hier rausfahren? Nö, ne? Nö. Schade. Okay, verlassen wir das hier wieder. Boah, wie könnte man jetzt darüber, ey? Wahrscheinlich irgendwie... Ah, da oben. Boah. Fast hätte ich was Falsches gemacht hier. So. Genau, ich habe nämlich hier was gesehen. Wir könnten im Prinzip hier nach oben. Ah, komm. Jawohl. Perfekt. Genau so läuft das. Und was? Oh. Ey, das gibt's doch nicht. Ich bin noch gesprungen. Das war Mord. Aber beinahe Mord. Das ist ja wie ein Parcours hier. Aber cool gemacht, muss man wirklich sagen. Hier ist wirklich... Also, man... Wie soll man sagen? Es ist auf jeden Fall sehr spannend gemacht. Also, man muss sich schon so ein bisschen anstrengen. Man muss schon ein bisschen nachdenken, was man macht. Finde ich cool. So.
Ich muss nur einen richtigen Moment drücken. Dann funktioniert das auch. So, dann wollen wir mal hier hoch, ne? Genau. Wir werden immer besser, was das hier angeht. So. Und zack. Hoch damit. Was war das da unten? Kohle? Ist das Kohle? Nö. Ich dachte schon, da wäre was auf dem Boden, aber dann hätte die Karte schon was gesagt. Von daher alles gut. Oakland. Gut, wir sind da. Bitte aussteigen. So, dann malen wir das hier mal an. Das nächste Graffiti. Perfekt. So muss es sein. Und wir haben wieder neue Follower dazu bekommen. Gut, jetzt wäre nämlich die Frage, wie könnte man jetzt... ich würde gerne da runter. Naja, jetzt nicht springen, ne? Aber da unten, wo das Mitnehmen steht. Irgendwie muss man doch da reinkommen. Könnte man so einen Fallschirm nehmen oder sowas. Dann wäre ich jetzt darüber. Aber okay. Ich würde sagen, wir machen die nächste Maleraktion. Das bedeutet, wir müssen uns wieder dahin teleportieren. Dann machen wir eine Schnellreise. Zwei machen wir auf jeden Fall noch hier. Und wenn dann wieder doch nagelneue Maler-Graffiti... Standorte kommen, dann werde ich die nicht mehr machen. Keine Sorge. Also, ich habe wirklich das Gefühl, dass es einfach nur ein bisschen nochmal, ja, ausgefächert worden ist, so verbreitert worden ist, diese Mission. Und wenn man die 5 macht, dann ist das definitiv erledigt. Hoffe ich jetzt zumindest. Nicht, dass sie wieder uns 5 neue Graffiti-Orte auf den Tisch legt. Das wäre es noch. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen den hier mit. Okay, wir müssen hier hoch. So. Auf die schnelle Art. Hier sehe ich schon, dass man was abseilen könnte. Jetzt müssen wir nur gucken, ob es auch funktioniert. Mal ein bisschen Kohle mitnehmen. Schmerzensgeld sozusagen. Ich glaube, hier wird das nichts. Okay, also. Hier, das müssen wir auf jeden Fall irgendwie noch benutzen. Vielleicht geht das ja schon. Naja, wir müssen noch ein bisschen aufs Gebäude. Okay, gehen wir wieder raus. Also, wir müssen anscheinend... Ich glaub's nicht. Soll das ein Witz sein? Auf irgendeine Art hier rüber. Vielleicht hier auf der Seite. Hier ist auch wieder so ein Totenkopf. So, die beklauen wir auch noch mal ein bisschen. Selbst die Römer haben Griechisch gesprochen. Ich glaube, hier ist so ein Territorium. Hier dürfen wir gar nicht. Oh, hier geht's auch in den sicheren Tod. Okay. Hier geht's leider nicht hoch. Schade. Okay, wir müssen auf jeden Fall da nach oben. Wie genau wir das anstellen, das müssen wir jetzt schauen. Da, was ist denn da hinten? Ich würde sagen, wir checken da mal die Lage. Ganz viel... Blumenzeug, muss man hier sagen. Hier mag es aber jemand sehr, sehr gärtnerisch. Okay, können wir hier hoch? Ah, komm, das muss doch gehen, ne? Jawohl. So, können wir hier was mitnehmen? Ah, auf der Terrasse eher. Okay, schauen wir uns hier in Ruhe um. Vielleicht können wir hier draufklettern. Jawohl. Wir sind voll die Einbrecher. Okay, schauen wir, dass hier keiner ist. Yeah, Ferry Building T-Shirt. Wir haben ein neues T-Shirt. Okay, dann haben wir schon mal das. Hier haben wir schon mal eine bessere Sicht. Also, wir müssen anscheinend irgendwo
von da unten vielleicht auf dieses Gebäude drauf. Irgendwie muss es schon klappen. Jetzt muss ich aber höllisch aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Das wäre es noch gewesen, ey. Wenn ich da runtergehüpft wäre. Mal direkt eine Botnetzaufladung machen. Okay, ich glaube, ich habe irgendwas ausgelöst. Oh, tut mir leid. Ah, passt schon. Ein paar Leute ein bisschen beschatten. Was zur Hölle? Okay, hier können wir schon mal eine Stufe hoch, aber ich glaube, das wird nichts bringen. Okay, es muss einen anderen Weg geben. Wie könnte man hier nach oben? Hier könnten wir noch was hacken. Frage ist, was ist das, was man hacken kann? Also man merkt, man wird verleitet in andere Missionen. Also man will natürlich das eine machen, aber dann sieht man wiederum, dass hier wieder was anderes dazwischen kommt. Aber gucken wir mal, ob wir jemanden beklauen könnten. Kat meinte, nur die Hälfte, aber ich wollte viel weicher sein. Boah, das kann doch nicht wahr sein, ne? Und Videospiele zocken. Au, verdammt! Sieh dich doch mal an. So. Wollt jemand petzen? Oh. Hier, da hat jemand gerülpst. Okay, ich würde sagen, wir machen die klassische Variante. Ja, nicht diese Variante, aber was anderes. Genau, die hier wollte ich. Müssen schauen, dass wir hier nicht gesehen werden. Gut. Zwei haben sich schlafen gelegt. Wir haben auch einen Zeugen. Warte, ich gebe dir die Bescheid. Fuck! Das kann doch nicht... Oh, das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott! Failomat, ey. Boah, ich hab voll gefailt. Voll die Zockersprache hier. Voll gefailt. Boah, das ist ja peinlich. Alles nur, weil ich hier was mitnehmen wollte, ey. Boah, ich hätte es einfach mitnehmen sollen. Wir leben wieder. Wahnsinn. Okay, schauen wir mal, wo sind wir denn genau? Ah, wir sind noch hier. Okay, gehen wir uns ein bisschen rächen. Ich muss erstmal nur den richtigen Weg hier finden. Mal ein bisschen Geld abknöpfen. Okay, das lassen wir uns natürlich nicht gefallen hier. Ich werde mich auf jeden Fall rächen. Also so lasse ich mich nicht abservieren. Also so haben wir nicht gewettet. Okay, wir nehmen einfach ein Auto. Das geht ein bisschen schneller. Ja. So. Wo geht's hoch? So. Weiß nicht, ob wir hier irgendwie hoch können. Ja, der hat auch viel Geld. Okay. Also, irgendwie kam ich ja hier hoch. Oder? Ah, ich weiß, wo wir sind. Haha. So, wir müssen hier rum, genau. Hier war das. Oh, den werde ich jetzt mir vorknüpfen.
Okay, das ist wohl nicht normal. Ich wollte schon sagen, ist der immun oder was? Beinahe hätte ich es schon wieder vergeigt. Aber nur beinahe. So, jetzt schauen wir mal, wo können wir hier was mitnehmen? Da. Und runter. Yeah, Style. Nudel 2 Mikrocomputer haben wir gestohlen. Auch nicht schlecht. Okay. Dann würde ich auch sagen, gehen wir wieder raus hier. Bevor die Kollegen sich das hier anders überlegen und doch noch aufstehen und uns angreifen. Okay, jetzt müssen wir aber mal schauen. Also, ich möchte jetzt da hoch. Was könnte man nehmen, damit das einfacher geht? Also ich hätte erstmal gesagt, natürlich, ja, entweder benutzt man so einen Kran. Aber ich glaube, der Kran, den können wir nicht benutzen. Oder? Können wir diesen Kran benutzen? Geht das? Oder müssen wir uns irgendwie wieder so durchschlängeln? Ah doch, guck mal, den Kran können wir doch benutzen. Aha. Oder? Ja, sicher, klar. Ja, geil, wir können den Kran benutzen. So. Dann befördern wir uns auf die andere Seite, ganz einfach. Sofern das funktioniert, natürlich. Gott. Hoffentlich geht das. Geht das? Ja, das geht. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, senken wir den Kram doch ab. Ja. Und rein da. So, wieder nach oben. Zack. Perfekt. Ja, besser geht's doch gar nicht, Leute. Hammer. So, und jetzt bis zum Alleräußersten. Und runter. Ja. Und verlassen. Verlassen. So. Jawohl, so lobe ich mir das. Also, liebe Freunde, man hat auch wieder daraus gelernt, man kann einen Kran benutzen. Sehr, sehr geil. Muss man wirklich sagen. Und ich wollte schon sagen, hier komme ich nicht mehr hoch. Ah, alles gut. Also, ich habe mir schon gedacht, dass wir hier durch diese Gebäude hier hochklettern müssen. Nur irgendwas haben wir gebraucht. Damit es uns nach oben befördert. Und das haben wir jetzt mit dem Kran natürlich sichergestellt. So muss das sein. Jetzt müssen wir aber gucken. Wie könnte ich jetzt hier rüber gehen? Boah. Nicht, dass wir uns auf die Seite... Oh, das wäre noch... Shit! Warte mal, vielleicht müssen wir es noch hacken. Wenn ich schon mal hier bin. Kamera. Weiß nicht, ob wir hier irgendwie was bewirken können. Nö. Park. Also hacken so oder so, ne? Muss ich eh noch machen. Aber vielleicht können wir es von der anderen Seite besser. Okay, zu früh gefreut. Wir müssen nochmal hier raus. Und hepp. Richtig stylisch hier. So. Das tat weh. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen wieder rein und benutzen den Kran. Gehen wir mal auf die andere Seite. Ah, bisschen turbulent hier. Aber es passt schon. So, raus hier. Gut, dann haben wir es ja gleich hier geschafft. Ich wollte auf jeden Fall noch eine Nebenmission machen. Weil das haben wir ja eigentlich Grunde genommen schon gesehen. Ja, jetzt nicht in dieser Form gesehen, aber so vom Prinzip her haben wir das ja schon gesehen. So. Müssten wir eigentlich hier hoch, ne? Oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir es noch nicht so ganz geschafft haben. Irgendwas fehlt hier noch.
Shit. Die ganze Freude, die kann doch nicht umsonst gewesen sein. Sollen wir hier klettern? Die einfachste Methode ist, glaube ich, erstmal Quadrocopter. Überprüfen wir das Ganze. Also, hier. Aha. Schau an. Stimmt. Das habe ich ja schon runtergemacht, aber ich bin ja gestorben vorhin. Wegen diesem Pappenheimer. Und deshalb wundere ich mich gerade, wie ich hier, warum ich hier nicht weiterkomme. Ja, ist ja klar. Ich bin gestorben, dann ist das wieder hier hochgegangen. Mein Gott. Jetzt kommen wir natürlich weiter. Jawohl. Sauber. Aber sowas von sauber. So. Warte mal, bevor wir das machen. Hier kann man irgendwie durch. Fragt sich nur, wohin führt das Ganze? Wir nehmen mal den Jumper. Mal rein da. Was macht das für einen Sinn? Aufmachen können wir es auch nicht. Ich weiß nicht, ob es nach einer Zeit neue Fähigkeiten gibt für unsere Fahrzeuge. Aber da komme ich nicht durch. Weiß nicht, was das für einen Sinn ergeben hat. Aber okay, nächstes Graffiti. Yeah. Perfekt. Und wieder 8100 Follower mehr. So, schauen wir mal. Vielleicht können wir irgendwie hier nach oben. Na komm, das packst du doch, oder? Ah, schade. Also, wir müssen das irgendwie hacken, das ist klar. Vielleicht reicht das mit dem Quadrocopter. Schauen wir mal. Das wäre cool, wenn es klappt. Alter Schwede, dann bräuchte ich sowieso nicht, dass wir es geholt haben. Was ist das denn überhaupt? Scheint da drunter zu sein. Aha. Schau an. Kerndaten Lombard Street für Kerndaten hacken. Okay. Dann hacken wir es doch. Yeah. Neue Kerndaten verfügbar. Schauen wir mal direkt rein. Ah, wir haben... Ah, okay. Kerndaten brauchen wir... um gewisse Dinge freizuschalten. Also so wie ich das sehe. Warte mal, hier waren aber keine Kerndaten. Durchsuche die Lombard Street nach der Kollateralschadenstudie. Ah, okay, hier sehe ich schon. Manche Sachen kann man nur noch freischalten. Nicht nur mit Forschungspunkte, sondern mit den Kerndaten. Und das finde ich richtig gut gemacht. Das gibt wieder mehr Anreiz, das alles freizuschalten. Also, wir haben schon mal eine Sache hier erledigt. Für Sprengsätze und Elektroschockgeräte haben einen größeren Wirkungsbereich. Also, schon mal sehr, sehr geil. Das haben wir uns schon mal vorgesichert. Können wir dann in naher Zukunft aktivieren. Gut, würde ich sagen. Gehen wir noch die schnell letzte Graffiti-Wand hier besprühen. Dann machen wir noch eine schnelle... Reise. Ja, wir haben gut eine halbe Stunde schon hinter uns. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so lang geht. Aber okay. Ich wollte auf jeden Fall noch eine Nebenmission machen. Das habe ich euch eigentlich versprochen. Machen wir auch. Erstmal noch eine Malstunde. Einen machen wir noch. Auf jeden Fall den noch. Wenn noch was Neues dazu kommt, dann mache ich es nicht mehr. Klar. So, schauen wir mal. Hier habe ich wieder Kohle. Würde ich sagen, hier holen wir uns den Quadrocopter. Und holen uns die Kohle einfach ab. Ah, die ist hier drin. Clever. Oh, hier nehmen wir das mit. Dreieck. Okay. Ich dachte, man kann das mitnehmen. Also so wie es aussieht, können wir es echt nur von Hand selber mitnehmen. Vielleicht können wir hier hoch. Na komm, kletter. Kletter, kletter, kletter. Ah, schade. Vielleicht müssen wir irgendwie rum. Ah, guck mal, eine Leiter. Viel einfacher.
Okay. Perfekt. Hä? Geht das nur mit dem Jumper? Kann das sein, dass wir nur mit dem Jumper Sachen mitnehmen können? Ja. Okay. Guthaben haben wir. Ganz, ganz viel Money haben wir jetzt. Okay. Sprechen. Okay. Das nächste, was wir machen müssen, ist dort hinten. Es sieht im Prinzip jetzt eigentlich einfacher aus. Aber ich will lieber nicht zu viel sagen. Okay, wir müssen auf jeden Fall was freischalten. So viel steht fest. Wir müssen nur auf die andere Seite, habe ich das Gefühl. Hey. Immer diese unfreundlichen Leute da. Ey. So, also so wie es hier aussieht, brauche ich hier ein hohes Fahrzeug, was ich hier hinstellen kann, um da hochzukommen. Ein hohes Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob das Fahrzeug schon ausreichen könnte. Versuchen wir es einfach mal. Jetzt müssen wir das hier nehmen. Runter, ich ruf die Polizei. Hey. Ups. Volldepp. Ja, es tut mir wirklich leid. Vergibst du mir? Ich mache auch nichts Böses. Oh. Hallo, wir brauchen einen Krankenwagen. Sofort. Das tut mir aber leid. So, kommt eigentlich wie gerufen, die Provinz. Die Provi-Blue Bank. Das ist für mich wie eine Provinz. So. Manchmal kommt es einfach in den Weg. Ja, kümmert euch da mal drum. Ich kümmere mich hier oben drum. Okay, da oben haben wir wieder was für den Jumper. Okay. Also, es kann gut sein, dass wir mit dem Jumper wieder spielen müssen. Okay. Müssen wir irgendwie hochkommen. Hep. Hep. Ah, schau mal hier. Okay, und jetzt hier hoch wahrscheinlich, oder? Ja. Ah, das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Wie gesagt, also hier ist es wirklich darauf ausgelegt, dass man selber einen Weg finden muss, hier reinzukommen. Natürlich sind manche Wege vorhersehbar, wie man das genau macht. Es gibt bestimmt noch mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Aber ich muss wirklich sagen, es macht wirklich sehr, sehr großen Spaß. Ich kann auf jeden Fall schon mal sehr, sehr empfehlen, das Spiel zu ordern. Also da könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Und ich bin jetzt gespannt, wo ich jetzt hier rauskommen werde. Ah, schau mal. Aha! So läuft der Hase also. Jetzt können wir das Ganze hier freischalten. Genau. Sehr, sehr geil. Also wie gesagt, es macht wirklich sehr, sehr großen Spaß. Und ja, jetzt haben wir dadurch uns wieder was Schönes hier freigeschaltet. So muss das sein. Ich würde sagen, dass wir das ganze Ding auch hier runtersetzen. Genau, dann wird es auch direkt hier nach unten vorm Eingang gelegt. Und dann brauchen wir nur noch einsteigen und nach oben. Perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach. Ich glaube, das wird ein Tod. Ich will da nicht so gerne runterspringen. Nachher tue ich mir wirklich sehr viel Aua. Obwohl, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt hier runtergehe, die Polizei sieht mich. Das kann gefährlich werden. Vielleicht können wir hier runterspringen. Komm, ich riskiere es jetzt einfach. Ah. So, gerade noch geschafft. Oh. Schnell laufen. Ich würde sagen, wir nehmen das Auto mal mit. Und es fängt an zu regnen hier. So. Schnell hier hoch. Bisschen holprig, aber passt schon. So.
Ja, nehmen wir direkt mit. Unseren Jumper. Okay, hier müssen wir noch runter jumpen. Der Jumper runter runterjumpen. Passt schon. Okay. Das schöne Bild mit dem Auto machen wir mal dreckig. Beziehungsweise verunstalten wir das Ganze. Marcus, ich schau gerade eins deiner Werke an. Echt verdammt geil. Vielen Dank, Fanclub-Präsidentin. Kriegen wir mehr Follower? Oh ja, wir haben Follower. Gute Arbeit, Marcus. Schätze, wir können einpacken. Ich fange gerade erst an. Ich habe da ein Ziel im Auge, das ich unbedingt noch taggen will. Ach ja? Was denn? Wirst schon sehen, in den Nachrichten. Oh Gott, das scheint ja noch weiter zu gehen. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, das werden wir uns auf jeden Fall noch aufsparen. Ich möchte jetzt auf jeden Fall noch eine andere Nebenmission machen. Habe ich euch ja versprochen. Gut, schauen wir uns mal an, was wir hier machen könnten. Entlassungstherapie. Also das mit dem Mal. Da, siehst du. Ah, jetzt verstehe ich. Guck mal. Da, ne? Ist ja so ein Balken, der weiße. So, und der ist fast voll. Das heißt, so lange wird die Nebenmission auch laufen. So sieht es anscheinend auch aus. Gut, dann würde ich sagen, wir machen die nächste Nebenoperation. Das hört sich cool an. Infizierte Bytes. Hacke die Zombie 2 infizierten Handys. Briefing. Haddocks Zombie 2 Virus verbreitet sich durch ein CTOS Mobile Patch. Wenn wir infizierte Handys finden und die App-Updates zu einer einzelnen Quelle zurückverfolgen können, können wir Haddock möglicherweise finden. Dann aktivieren wir das Ganze. Okay. Schauen wir mal, wo die nächste Nebenmission ist. Das ist hier. Dann würde ich sagen, das machen wir auf jeden Fall noch, diese drei. Und dann werden wir die Folge auch wieder beenden. Ja, das ist schon Wahnsinn, wie schnell die Zeit vorübergeht. Also man merkt wirklich, also ich merke es zumindest, mir macht das Spiel sehr, sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Klar, ist jetzt ein bisschen so eine andere Sache, wenn man nur zuschaut. Aber ich kann euch das wirklich sehr, sehr empfehlen, das mal selber zu spielen. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Muss man wirklich sagen. Hier könnte man jetzt wieder was mitnehmen. Kohletechnisch. Ja, man merkt, man wird wieder verleitet zu einer anderen Mission. Das möchte ich jetzt natürlich nicht. So, ich würde sagen, wir werden... Oder? Oder muss ich da sowieso hin? Das kann natürlich auch sein, dass ich da so oder so hin muss. Autsch, das tat weh. Steigt mal eben aus. Wie könnte man Kohle mitnehmen? Was guckst du? Hm? Kohle scheint da drin zu sein. Schade, dass man die nicht durch einen Fehler einfach mitnehmen kann. Okay, klettern wir hier hoch. Ja, man merkt, ich lasse mich doch mal wieder verleiten. Aber vielleicht können wir mit dem Jumper hier runter. Versuchen wir es. Aha. Schau mal an. Yeah, ich habe Geld mitgebracht. Sehr, sehr cool. Hier könnte man noch was hacken. Ah, das ist die Nebenmission. Okay, perfekt. Oje, oje, oje. Sie nos metió un puto cruce. Okay, wir müssen höllisch aufpassen. Wir wurden leider schon mit... Hey, warte durch! Dieser Chingado will einfach nicht abkratzen! Was ist los? Der Chingado! Por ahí! Estaba justo ahí! Achekalalalala! Kann ich auch. Scheiße. Scheiße! Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hab, glaube ich, ein bisschen Ärger gemacht. Ach du Scheiße, ey. Können wir hier raus? Komm, wir springen einfach. Autsch, das tat weh. Ich möchte nur nicht verletzt werden. Ja, ich auch nicht. Lass mich weg. Weg, 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 weg. Wir müssen uns irgendwo verstecken. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Hören Sie das?
jemand herum. Bleiben Sie ruhig. Die Polizei ist auf dem Weg. Weit kommt er nicht. Hä? Woher will er wissen, dass ich hier gesucht werde? Okay, wir müssen uns verstecken. Am besten hier irgendwo. Kann man wieder was mitnehmen, ey. Okay, wir sind aber gleich weg. Haben gleich hier geschafft, vor der Polizei zu fliehen. Ja, war ein bisschen, bisschen, wie nennt man das? Bisschen leichtsinnig von mir, was ich gerade gemacht habe, aber so ist das halt. Wenn man sich verleiten lässt zu einer anderen Mission, dann kann sowas leider mal passieren. Weißt du, als Dad Sack die Kirche zum ersten Mal angriff, dachte ich, da kämpfen Clowns gegen Clowns. Aber das muss ich diesen Hackern lassen. Die haben echt miese Dinge aufgedeckt. Wird mich nicht überraschen, wenn die New Dawn... Es darauf bringen. Das Ding ist ein Wahrzeichen und könnte uns nützlich sein. Du hast gesagt, du kennst jemanden da drin? Wir brauchen seine Hilfe. Meld dich bei mir, wenn du jemanden hast. Okay, schauen wir mal. Hier gibt's was zu hacken. Schauen wir doch einfach mal. Ah, hier können wir rein. Würde ich doch sagen, gehen wir doch glatt hier rein. Schauen das Spektakel uns doch mal genauer an. Ich treffe dich bei Behirn. What the fuck? Wieso Hahirn? Was zum Teufel ist denn los? Lol. Eine Art Autokurieren. Ich glaube, ich habe einen Verhirn. Oh Gott. Josh, ich habe noch ein zombie-infiziertes Handy. Hat es auch CTOS-Mobil drauf? Yep, auch frisch aktualisiert. Das macht mich rasend. Ich kapiere einfach nicht, was das vorhat. Ich bleib weiter dran. Okay, analysieren wir das Ganze doch. Wir werden schon sehen, was das Ganze auf sich hat. Sowas passiert nur mir. Ach Gott, Gott, Gott. Okay, schauen wir jetzt hier den nächsten. Boah, den muss... Können wir den hacken? Nö, wir müssen den sehen wahrscheinlich. Können wir Quadrocopter einsetzen? Laut ihrem Bericht begann ihr Problem, als sie diesen Monat ein CTOS Mobile Update installierten, aber es wurden keine Updates ausgegeben. Höchstwahrscheinlich hat ihr Gerät eine Malware-Infektion, die nicht mit unserer Software in Verbindung steht. Danke, dass sie Blue Mobile gewählt haben. Okay. Hier ist noch ein Zombie-Biss. Gut, ich verstehe jetzt langsam Teile des Prozesses. Es versucht sich durch Zugangspunkte zu verbreiten. Warum? Weiß ich noch nicht. Es ist aber definitiv Haddock. Der ganze Ablauf ähnelt dem ersten Zombie-Code, auch wenn die Systeme total unterschiedlich sind. Mann, was hat der denn vor? Ich suche weiter. Genau, der nächste. Der nächste sollte auch hier sein. Ups. Siehst du doch. Rowdy. Rowdy, rowdy. Okay, gehen wir mal hoch. Was haben wir hier? Chat, hab gesagt, du kriegst Viren, wenn du den Jailbreak machst. Aber das Software-Update ist problemlos durchgelaufen. Lol, kein System-Update auf Handys mit Jailbreak-Virus. Scheiße! Erwischt. Okay, das war's, glaube ich. Noch ein Zombie-Angriff. Wieder durch CTOS-Mobil. Glaube, das bestätigt die Übertragungsmethode. Josh, ich schicke dir den Datendump. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, was die Zombies vorhaben. Ja? Sie infizieren andere angreifbare Handys in ihrer Umgebung.
Sie fälschen Zugangspunkte, um weitere Opfer anzugreifen. Es sucht nach bestimmten Schlüsselwörtern. Meistens in Verbindung mit Graystrom und Waffentechnologie. Er baut ein eigenes Spionagenetzwerk auf, ha? Huh? Landen diese ganzen Daten irgendwo? Das ist Haddock. Naja, so können wir ihn nicht aufspüren, aber alle drei dieser Handys haben ihr Update vom selben Zugangspunkt. Ich versuche, den zu finden. Ich schreibe ein Löschprogramm. Wir wollen es doch löschen. Ja, ich bin auch ein Fan, aber das Ding könnte uns Probleme machen. Ziel auf den Kopf, Josh. Yeah. Neue Follower, 13.000. Okay. Hey, pass doch mal auf! Hä? Was? Oh, Scheiße. Okay, was können wir mit ihm machen? Er hat hier so ein Haussymbol. Sprechen. Ah, ist eine Nebenmission, glaube ich. Kann das sein? Yo, Ranch. Yo, M. Ach, Scheiße, Mann. Ich hoffe, du hast die Quittung noch. Hey, yo. Sieh dir den Flachwichser an. Erzählen Sie uns von Home 2.0. Home-Systeme sind absolut sicher. Die Privatsphäre ist optimal geschützt. Kühne Worte, Steven. Könnten Hackergruppen das nicht als Herausforderung sehen? Ja, sprechen Sie es aus, Shirley. That's sick. Falls die was gegen uns vorhaben, sollen sie es gern versuchen. Home 2.0 ist ein OS mit Zen. Yo, hat er uns beim Namen genannt? Yep. Er hält uns wohl für Amateure, dem zeigen wir. Deshalb versuche ich ja 2.0 zu knacken. Es gibt nur ein winzig kleines Problem. Was? Hier, halt mal. Und geh zurück. So. Der Chip ist ein bisschen schwer auszubauen. Aber es bringt nichts, die Hardware der letzten Version zu verwenden, um das neue OS zu hacken. Wieso? Die haben die Ports geändert. Frei nach dem Kapitalistengesetz für geplante Obsoleszenz. Aber zum Glück hat mir ein Vögelchen gezwitschert, gibt's bei 2.0 einen farmfrischen Zero Day. Oh. So eine Schande aber auch. Jawohl. Deshalb wirst du, mein Freund, mir eine hübsche 2.0 Vorbestellerlieferung hijacken, bevor so ein dämlicher Whitehead Home verrät, wie sie uns Arsch ficken können. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel für uns. Ohne Worte. Du hast eine schräge Beziehung zur Technologie, das ist dir schon klar. Auch nicht schlecht. Das meint er nicht so. Nein, gar nicht. Ja, neue Mission verfügbar. Interessant. Spüre die Quelle der Zombie 2 Malware auf. Hier können wir wieder weitermachen. Aber hier haben wir eine Hauptoperation. Home Sweet Home. Okay, haben wir schon mal zumindest gesehen, wie der Anfang dieser Mission beginnt. Also wir haben ganz, ganz viel vor, liebe Freunde. Ganz, ganz viele Missionen, die noch offen sind. Und ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge uns wieder mit einer Hauptmission beschäftigen werden. Und das wird dann dieses Home Sweet Home sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dahinter sich verbergen wird. Und wie stark ist diese Software wirklich, die Home 2.0. Wir werden es sehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann am Sonntag wieder einschalten würdet, wenn es wieder heißt Watch Dogs 2. Bis dahin, alles Gute. Ciao.